Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem zweiten Teil von dem Online-Kurs Grundlagen des Buddhismus. Und letzte Woche hatten wir schon mit dem Buddha angefangen. Heute geht es damit weiter. Und ich habe das jetzt nochmal gesplittet, dass dann nächste Woche sogar noch ein Teil 3 kommt, einfach weil das entspannter ist, da nicht so durchzuhetzen. Da kann man sich ein bisschen mehr Ruhe für alles nehmen, ein bisschen mehr Zeit nehmen. Man kann in Ruhe nachher noch meditieren, dann ist es nicht so geschludert oder so. Genau. Gut. Dann fangen wir wie jede Woche mit einer kleinen 5-Minuten-Meditation an. Wir können schauen, dass wir angenehm aufrecht oder natürlich aufrecht sitzen. Die Hände können wir im Schoß ablegen oder auf den Oberschenkeln, wie man mag. Und die Schultern kann man vielleicht einmal nach oben ziehen, nach hinten abrollen und dann locker lassen, dass so der Brustkorb ein bisschen geöffnet ist. Das Kinn kann man leicht anziehen. Zunge am Gaumen ablegen. Augen kann man schließen, wenn man mag. Oder man schaut so der Nase entlang nach unten. Und dann kommen wir erstmal in unserem Körper an oder da, wo wir jetzt gerade sitzen. Nehmen uns ein paar Momente, wo wir einfach nur fühlen, wo wir gerade sitzen. Wir fühlen das Kissen vielleicht oder den Stuhl. Mit jedem Atemzug kann man ein Stück weit hinter sich lassen, was man im Laufe des Tages erlebt hat oder was so vorgefallen ist oder was vielleicht noch nachklingt. Und wir kommen mit jedem Atemzug ein Stück weit mehr in unserem Körper und im Hier und Jetzt an. Dann setzen wir uns noch eine Absicht für den heutigen Abend. Möge das, was wir heute Abend lernen oder üben oder hören, einmal uns selber helfen bei unserem Verständnis von uns selbst oder für unseren spirituellen Weg oder für unser Alltagsleben. Und möge das auch allen anderen Lebewesen helfen oder von Nutzen sein. Okay. Gut, sehr schön. Dann fangen wir mal an. So, heute gucken wir uns nur so in 2, 3 Sätzen nochmal an, was wir letzte Woche durchgenommen hatten, so das Ergebnis von letzter Woche. Dann, das war ja letzte Woche vor allen Dingen, war das die Funktion eines Buddhas, was so einen Buddha ausmacht. Und heute geht es dann um den zweiten Teil der Frage, was denn ein Buddha eigentlich ist. Und da geht es dann eher um die Qualitäten eines Buddhas. Dann, im Anschluss dessen, fangen wir dann an, zumindest uns den historischen Buddha mal anzuschauen.
wie dieser Weg denn überhaupt aussah, wann das angefangen hat, dieser Weg zur vollkommenen Befreiung oder Buddhaschaft. Und dann auch fangen wir an mit der Lebensgeschichte des Buddhas, Teil 1, weil das dann heute nicht alles reinpasst. Machen wir dann den Teil 2 quasi ab der Zeit, kurz bevor er Befreiung oder Erleuchtung verwirklicht hat, bis zu seinem Tod. Das ist dann der Teil 2 der Lebensgeschichte. Das machen wir dann nächste Woche, ganz in Ruhe. Und am Ende meditieren wir dann noch einmal gemeinsam. Das ist dann das ist der Inhalt für heute. Okay, gut, dann also zum Rückblick von letzter Woche. Wir hatten uns ja gefragt, was genau macht einen Buddha aus? Und man kann das eben beantworten. Einmal, was sind jetzt die Qualitäten oder Eigenschaften eines Buddhas? Das kommt dann heute. Und dann war die Frage, was ist denn die Funktion eines Buddhas oder was macht einen Buddha überhaupt aus? Und da war dann die Antwort auf die Frage gewesen, dass was einen Buddha tatsächlich ausmacht, ist einmal, dass er den Weg von Dharma oder den Weg, der zur Befreiung von Leidenskreisläufen oder Unzufriedenheit ultimativ führt, der Weg, der zur Nirvana führt, dieser Weg in einer Zeit, wo der vollkommen in Vergessenheit geraten worden ist, da ist jemand, der diesen Weg wiederentdeckt, komplett aus eigener Anstrengung heraus. Das ist eine wichtige Eigenschaft oder Funktion des Buddhas. Und die zweite ist dann, dass er dann das, was er dort erkannt hat oder das, wo er Einsicht gewonnen hat in diesem Weg der Befreiung, dass er das in der Vollständigkeit dann auch wieder den Leuten bekannt macht, den zu dieser Zeit lebenden Lebewesen. Das sind also die zwei Hauptfunktionen eines Buddhas. Und heute wollen wir uns dann jetzt ein bisschen genauer anschauen, was es so für Eigenschaften gibt, die ein Buddha besitzt. Und dann gehen wir in die Lebensgeschichte des Buddhas über. Genau. Gut. Ja, also wenn man jetzt die besondere Natur oder das Wesen von einem Buddha erklären mag oder erläutern mag, da muss man jetzt also sich die Qualitäten anschauen. Das ist auch wieder möglich auf zwei Arten oder aus zwei Perspektiven heraus. Einmal ist das die schauen wir das uns an aus der Perspektive von der Auflösung von Negativität. Das heißt, alles, was man nur an so unheilsamen Geistesfaktoren und Negativität im Geist finden kann, das muss aufgelöst werden von einem Buddha oder von jemandem, der Buddha werden will. Und dann geht es darum, tugendhaften Eigenschaften, auf der anderen Seite die heilsamen Eigenschaften, alles, was es nur so gibt an heilsamen Eigenschaften oder Qualitäten im Geist, dass man die alle kultiviert und zur Vollkommenheit bringt. Genau. Und da schauen wir uns dann jetzt zuerst einmal an den Punkt, was es denn auf sich hat mit der Auflösung von Negativität. Wenn man spricht von Negativität, das ist der Fachbegriff, den nennt man oft im Buddhismus Verunreinigung des Geistes, auf Pali Kilesa. Und wenn man das direkt übersetzt, dann ist das wie das, was plagt oder quält oder Leiden verursacht, geistig oder damit dann die Ursache ist für alles Weitere an Leid, was es auch körperlich oder materiell im Leben gibt, weil das alles hat seinen Ursprung immer im Geist. Alle leidverursachenden Handlungen auch haben ihren Ursprung im Geist. Und diese geistigen Verunreinigungen, das sind also bestimmte geistige Eigenschaften oder Faktoren des Geistes, die von ihrer Natur aus oder von ihrem Wesen her Leid verursachen oder Kummer bringen oder Unfreiheit bringen oder uns fesseln an bestimmte Dinge oder Abhängigkeiten. Und davon gibt es dann drei ganz besondere, die man so die fundamentalen Verunreinigungen des Geistes oder auch die drei Geistesgifte nennt. Und das sind einmal Gier, Hass und Verblendung oder Unwissenheit oder Unklarheit des Geistes. Das werden wir auch alles noch genauer kennenlernen im Laufe dieses Kurses. Und aus denen dann heraus wiederum können sich dann alle anderen Negativitäten des Geistes, die wir so kennen, ableiten. Die kann man daraus ableiten. Also Sachen wie Arroganz oder Eifersucht oder Selbstsucht, Egoismus, falsche Sichtweisen oder benebelt sein im Geist, Groll oder Zorn oder so, Rachelust, Feindseligkeit, Faulheit,
Sturheit, Eitelkeit, Übermut, Hochmut, all solche Dinge, kann man im Grunde kategorisieren, welche von diesen drei fundamentalen Verunreinigungen quasi die Wurzel davon sind oder wie das sich so mischt. Wie wenn man vielleicht aus diesen Grundfarben alle anderen Farbtöne mischen kann. Genau. Und dann hat ein Buddha, sagt man, all diese Verunreinigung des Geistes vollständig und unumkehrbar aufgelöst. Und vollständig heißt hier, dass es dann jetzt nicht mal mehr die kleinsten Rückstände in seinem Geist gibt von Negativität, selbst wenn das die subtilsten oder die feinsten Schichten sind von Negativität, die sind alle 100% aufgelöst. Und unumkehrbar bedeutet, dass die in einer Art und Weise aufgelöst wurden, dass sie nicht mehr nachwachsen können, dass es keine Basis gibt mehr dafür, dass sie noch einmal im Geist auftreten. Man spricht da auch von Entwurzeln dieser Verunreinigung. So wie wenn man sich vorstellt, oder sinnbildlich wird es immer beschrieben, wenn man zum Beispiel einen Palmenbaum mitsamt der Wurzel ausreißt, dann ist da keine Basis mehr dafür, dass sich ein neuer Palmenbaum bilden kann. Und man soll also ein Buddha hat quasi die Kilesas des Geistes derart entwurzelt, dass sie nicht nochmal neu keimen können. Genau. Und dann der zweite Punkt, wenn es dann darum geht, jetzt dann die positiven Gegenstücke zu kultivieren, also die tugendhaften Eigenschaften zu kultivieren, da gibt es drei Hauptqualitäten oder drei Aspekte, mit denen man sich beschäftigt in Bezug auf einen Buddha. Das ist einmal die vollkommene Reinheit eines Buddhas, die große Weisheit eines Buddhas und das große Mitgefühl eines Buddhas. Genau. Und habe ich keine eigene Folie für. Lass mir das einfach so. Genau. Und in Bezug auf die Reinheit eines Buddhas, wenn jetzt alle Verunreinigungen des Geistes aufgelöst wurden, dann sind dann auch die Handlungen, die ein Buddha mit Körpersprache und Geist ausübt, vollkommen rein von jeglicher Negativität. Das heißt, ein Buddha kann, jemand, der tatsächlich Buddhaschaft realisiert hat, der kann von seiner Natur aus her keine unreinen körperlichen Handlungen mehr ausüben, im Sinne von Leid zufügen oder töten, stehlen oder sexuelles Fehlverhalten, sprachliches Fehlverhalten, was wie Lügen oder böswillige Sprache oder verletzende Rede, unnütze Rede und so weiter. Und ein Buddha kann auch keinerlei unreinen Gedanken mehr geistiger Natur formulieren, die jetzt irgendwie durch Habsucht oder Hass oder Unwissenheit oder Unklarheit des Geistes motiviert sind. Das ist also, was man meint, wenn man von vollkommener Reinheit eines Buddhas spricht, hier in Bezug auf Körpersprache und Geist. Und die große Weisheit eines Buddhas, die lässt sich dann beschreiben durch die Tiefe, durch die Präzision und die Weite dieser Weisheit, die ein Buddha in sich entfaltet hat. Die Tiefe bedeutet, dass der Buddha die Dinge wirklich in ihrer vollständigen Tiefe versteht. Die Dinge oder den Geist, die Emotionen, seine eigene Innenwelt und die Innenwelt von anderen Lebewesen. Das Leid versteht er wirklich in der Tiefe. Den Weg zur Befreiung versteht er in der Tiefe, in der absoluten oder vollständigen Tiefe. Und dann in Bezug auf Präzision bedeutet das, dass er die Dinge wirklich exakt erkennt und versteht, so wie sie sind. Egal wie komplex das Ganze sein mag. Und die Weite seiner Weisheit bedeutet, dass das Wissen des Buddhas oder die Weisheit eines Buddhas sich ungehindert in alle Lebensbereiche ausbreiten kann oder erstreckt. Man sagt, worauf immer der Buddha seine Aufmerksamkeit richtet, was immer er verstehen will, das durchdringt seinen Geist in der Vollständigkeit oder in der Vollkommenheit. Tief, vollständig und präzise. Genau. Und deswegen nennt man den Buddha auf Pali auch manchmal sowas wie einen Kenner der Welten oder einen Kenner des Universums. Auf Pali ist das Loka Vidu. Einen Kenner aller Wiedergeburtsbereiche. Er kennt sich einfach in jedem Lebensbereich, im Kleinen sowie im Großen, vollständig aus. Das heißt, sein Wissen ist jetzt auch nicht nur auf die sichtbare Welt beschränkt, die wir jetzt kennen, wie hier die Menschen und die Tiere, sondern er hat auch durch so besondere geistige Eigenschaften, die im Laufe oder durch die Verwirklichung von Erleuchtung
mit dazugehören, da hat er auch Zugang zu den für uns nicht sichtbaren Lebensbereichen, wie himmlische Lebewesen, die hungrigen Geister, die Höllenlebewesen. Genau. Kann also dann dadurch auch andere Weltensysteme oder Daseinsbereiche kontaktieren und auch verstehen, sich damit befassen. Dann muss man auch sagen, dass die Weisheit und das Wissen vom Buddha ist immer sehr praktisch orientiert. Das heißt, da gibt es noch eine weitere Eigenschaft, die dann auch im Laufe dieser oder nächster Woche noch genauer beschrieben wird. Da gibt es eine Eigenschaft vom Buddha, er kann durch seinen hohen Grad an Klarheit des Geistes oder Konzentration kann er tief in den Geist von anderen Lebewesen reinschauen und gucken, was für eine Kapazität hat dieses Lebewesen, wie sind so seine geistigen Tendenzen und so weiter und so fort. Und dann kann er praktisch und genau für diese Person zugeschneidert quasi Rat geben, um dann diesem Lebewesen zu helfen, zur spirituellen Reife im Sinne von Befreiung bestmöglich voranschreiten zu können. Damit kann man auch sagen, wird dann der Buddha wie zum perfekten Lehrer durch diese Eigenschaft. Und meistens sind dann auch die Ratschläge natürlich, die der Buddha gibt, extrem praktisch direkt anwendbar. Das ist jetzt nicht nur reine Philosophie oder nur reine Theorie, sondern es sind auch immer praktische Tipps oder Ratschläge, die der Buddha seinen interessierten Zuhörern gegeben hat. Und meistens sind es auch sehr praktische und alltagsbezogene Beispiele oder Sinnbilder, die er benutzt, damit man das auch leicht nachvollziehen kann. Und dann das große Mitgefühl des Buddhas, das ist wie die dritte wichtige große Charakteristik eines Buddhas. Auf Pali Karuna oder Mahakaruna, das große Mitgefühl. Und das ist quasi, also Weisheit und Mitgefühl müssen generell nicht nur für den Buddha, sondern auch für alle buddhistischen Übenden, die müssen immer gepaart sein, weil Weisheit alleine ist vielleicht ein bisschen kaltherzig oder hart, obwohl weise, aber hart vielleicht ein bisschen. Und nur Mitgefühl alleine, ohne Weisheit, ohne zu wissen, was vielleicht zur Befreiung von Leidenskreisläufen führt, dann hat man nur Mitgefühl und wünscht, mögen ich und andere frei sein von Leid, aber man weiß nicht wie. Das heißt, man braucht beide zusammen. Aber Mitgefühl ist, also man kann auch Weisheit ohne Mitgefühl, das geht nicht. Aber es gibt auch Leute, die haben, man sagt, wie so sehr trockene Weisheit entwickelt, wenn die nicht durch tiefe Meditation oder die Wärme vom Mitgefühl, wie weich oder sanft gemacht ist. Und Mitgefühl ist dann auch eine der großen antreibenden Kräfte für den Buddha, überhaupt sich auf diesen, oder für jemanden, der sich überhaupt auf den Weg macht, Buddha zu werden natürlich, und dann aber auch nach der Erleuchtung oder nach der Realisierung von Befreiung, dann auch tatsächlich weiter zu wirken und zu lehren. Da kommen wir dann auch noch im Laufe der Lebensgeschichte zu diesem Punkt. Genau. Dann kommt eine Frage, heißt das, dass ein Buddha keine Fehler machen kann? Ich glaube, man kann das so in etwa ruhig so behaupten. Wir hatten das im letzten Online-Kurs in Bezug auf die 10 Vollkommenheiten, diese Eigenschaften, die ein Buddha verwirklicht hat. Da hatten wir das auch gesagt, bei welcher Eigenschaft war das? Moment. Ich glaube, beim Gleichmut hatten wir das gesagt, dass Gleichmut auch eine Eigenschaft ist, die hilft, dass man in jeder Situation so klar wie möglich direkt schaut, was ist wirklich die bestmögliche Antwort auf eine bestimmte Situation. Und nur, wenn man sich da vollkommen sicher ist, dann macht man auch diesen Schritt und diesen oder gibt diesen Rat oder handelt auf diese und jene Weise. Und da tatsächlich der Buddha von Negativität seinen Geist befreit hat, kann er in dem Sinne keine wie so Flüchtigkeitsfehler in dem Sinne machen. Und er würde natürlich auch nur Dinge sagen oder tun oder denken, die tatsächlich für das Wohl von den Leuten sind. Und dann, ich meine, das hat jetzt der Buddha seinen Schülern geraten, also zum Beispiel in Bezug auf Fehler. Wenn man sich jetzt unsicher sein sollte, das ist jetzt für uns jetzt vielleicht eher sinnvoller, diese Frage auch vor allen Dingen, weil vielleicht der Buddha macht vielleicht dann keine Fehler, wir sind aber noch keine Buddhas, was machen wir dann zum Beispiel? Dann hat er auch geraten, wenn man sich nicht sicher ist, dann soll man lieber erstmal nichts tun. Wenn man sich nicht sicher ist, ist das jetzt die beste Möglichkeit, mit dieser Sache umzugehen, dann lieber die Finger von lassen, nochmal nachschauen, nochmal nachfühlen. Zur Not kann man das dann immer noch im Nachhinein tun, den nächsten Schritt. Genau. Genau.
Und dann hatten wir, ich glaube, letzte Woche das kurz angerissen und dann jetzt diese Woche noch einmal so als Zusatzinformation. Der Buddha selber hat also vollkommene Befreiung aus sich selber heraus erlangt, aber er hat ja auch Schülerinnen und Schüler gehabt oder interessierte Leute, die ihm zugehört haben und die auch seine Ratschläge befolgt haben und dadurch, durch eigene Anstrengungen und Bemühungen, durch Meditation und das Verstehen seiner Ratschläge, dadurch haben sie Erleuchtung oder Befreiung ebenfalls erlangt. Diese Personen, die durch Anleitung Befreiung realisiert haben, nennt man Arahant auf Pali. Das ist also durch Anleitung und Unterweisung eines Buddhas hat man dann Befreiung realisiert. Und da ist dann vielleicht die Frage, Arahant und Buddha, was ist denn da jetzt das Gemeinsame erstmal? Und das Gemeinsame ist, dass beide vollkommen befreit sind von allen Verunreinigungen des Geistes oder Kilesas oder diese Negativität des Geistes. Das haben beide gleichermaßen verwirklicht. Vollkommen Negativität des Geistes entwurzelt. Und beide sind durch diese Erfahrung von Befreiung oder diese tiefe Einsicht oder diese Weisheit, die diese Entwurzelung der Negativitäten und auch Gier, Hass und Verblendung vollzieht, dadurch sind sie auch beide vollkommen befreit von Leidenskreisläufen, auch im Sinne von Wiedergeburt, Samsara, dieses ständige geboren werden, alt werden, krank werden, sterben. Das ist die Gemeinsamkeit. Der Unterschied ist aber bezüglich einmal das Wie die Befreiung realisiert wurde und bezüglich der Tiefe von diesen spirituellen Qualitäten, die man da besitzt. Und das Wie bedeutet, dass ja der Buddha den Weg der Befreiung ohne jegliche Hilfe wiederentdeckt zu einer Zeit, wo dieser Weg verloren gegangen ist oder nicht verloren gegangen, sondern in Vergessenheit geraten ist. Der Weg ist noch da, ist viel überwuchert, kann man sich sagen. Und der Arahant, also jemand, der dann Befreiung durch Anweisung oder Unterweisung des Buddhas realisiert hat, hat eben das große Glück gehabt, auf einen Buddha zu treffen, der ihm genau die richtigen Ratschläge und diesen Weg zeigen kann. So klar, wie wenn jemand sagen würde, hier vorne sind vier Wege, welcher davon führt, weiß nicht, zum Supermarkt und dann heißt es, dieser rechte Weg führt zum Supermarkt, wenn du da geradeaus gehst. So klar kann der Buddha einem sagen, was der nächste Schritt für den Weg ist. Das heißt, der Arahant hat nicht aus eigener Kraft in dem Sinne komplett alleine diesen Weg gefunden, sondern hat Anweisungen gekriegt, aber musste dann trotzdem seine eigenen Bemühungen investieren, um das zu schaffen. Und dann in Bezug auf die Tiefe von den spirituellen Qualitäten, da muss man sagen, ist dann das Mitgefühl und die Weisheit eines Buddhas übertrifft bei weitem nochmal die Weite und Tiefe von Mitgefühl und Weisheit eines Arahants. Und nur mit dieser extremen mit dieser vollkommenen, was hatten wir, Tiefe, Präzision und Weite von Weisheit und durch das große Mitgefühl kann man überhaupt es schaffen, diesen Weg eben ganz aus eigener Kraft heraus wieder zu entdecken, dann zu etablieren und wieder weiterzugeben. Und genau. Und auch nur durch diese große, ja, man kann sagen, vielleicht wie die großen spirituellen Fähigkeiten des Buddhas, wie zum Beispiel diese Fähigkeit, in den Geist anderer hineinzuschauen, zu gucken, was ist jetzt genau deren Konstitution und was kann ich denen genau raten oder wie kann ich das hier darstellen, den nächsten Schritt auf dem Weg, dass sie das wirklich direkt anwenden können. Das sind Eigenschaften, die sind wie vervollkommnet nur in einem Buddha, zu diesem Grad. Ich sage vielleicht, also ganz, ganz, ist vielleicht ein sehr fades Beispiel, aber vielleicht so ungefähr, wie wenn jemand vielleicht ein Universitätsprofessor ist für irgendein bestimmtes Fach. Der ist da wirklich die Koryphäe auf diesem Gebiet, der kennt das in- und auswendig, von oben bis unten, rechts nach links, auswendig und ganz genau. Und dann gibt es Leute, die bei ihm den Uni-Abschluss machen. Die haben dann vielleicht auch das Grundwerk genauso gelernt, aber die Tiefe und Weite oder Präzision ist nochmal bei dem Professor natürlich was ganz anderes. Vielleicht so ganz grob. So. Dann wird hier gefragt, ob zum Beispiel Trauer, die Qualität von Trauer, auch zu einer Negativität des Geistes führt. Da muss man sagen, Negativität heißt hier, oder auch die Wörter, da muss man manchmal aufpassen, dass man das nicht irgendwie an den falschen Hals kriegt. Wenn man das Negativität nennt oder zum Beispiel auch Verunreinigung des Geistes, man muss dann nur sagen, sind zum Beispiel bei einer Geistesqualität, ist da Gier oder Anhaftung zum Beispiel dabei? Ist da Hass oder Ablehnung dabei? Oder Abneigung, oder ist da Verblendung dabei, Unklarheit des Geistes? Und bei Trauer zum Beispiel ist vielleicht noch nicht
vollkommene Losgelöstheit dabei. Das heißt, man haftet vielleicht an etwas an, was aber tatsächlich nicht mehr ist. Man bezieht es vielleicht auf sich mit einer Sichtweise von ich leide, die man vielleicht aus buddhistischer Sicht, wenn man Befreiung realisiert, durchdringen könnte, dass es in dem Sinne so nicht existiert. Deshalb würde man sagen, vielleicht Trauer ist tatsächlich durchdrungen von, man nennt es halt Negativität des Geistes oder Kilesas oder Verunreinigung des Geistes, weil sie ja auch Leid erzeugen. Das war ja wie die Natur von diesen Faktoren. Das heißt jetzt aber eben nicht, wenn man das Negativität des Geistes nennt, wie so, oh, ich bin traurig, wie schlecht von mir, wie dumm von mir oder sowas. Weil so ist das halt, wir haben ja noch Trauer, aber man kann sich ja mit diesen Dingen dann auf andere Art und Weise beschäftigen. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie von uns selber schlecht denken müssen, wie wir wären irgendwie keine guten Praktizierenden oder Meditierenden, weil wir noch Trauer haben. Im Gegenteil, das sind ja menschliche Eigenschaften und mit denen lernen wir ja noch immer besser und besser umzugehen. Genau. Aber das ist so diese spannende Sache. Man kann wirklich dann diese verschiedenen Geisteszustände, wenn man mal irgendwas hat, kann man immer manchmal sich fragen, na, in welche Kategorie könnte das jetzt fallen? Gier, Hass, Verblendung oder Anhaftung, Abneigung, Unklarheit des Geistes? Was ist denn da gerade so präsent? Genau. Und dann ist es wie so ein Chemie-Baukasten vielleicht. Kann man da rumexperimentieren, was wie zusammengesetzt ist. Genau. So. Genau. Und dann kann man jetzt noch sagen, jetzt haben wir also uns das alles angeschaut, auch mit dem Arahant und mit dem Buddha. Aber dann haben wir auch schon gehört, dass es in einem Weltzeitalter oder in einer historischen Periode oder Äon oder wie man das, oder Kalpa oder wie man das nennen mag, in diesen ganz langen Weltzeiträumen, da kann es immer nur einen Buddha, einen vollkommenen Erleuchteten geben. Aber durch seine Anleitung kann es sehr, sehr viele Arahants oder persönlich befreite Individuen geben, die dann eben durch die Anleitung von einem Buddha Befreiung realisiert haben. Da kann es so viele geben wie Sand am Meer. Wäre ja schön. Gab es auch dann zur Zeit Buddhas recht viele und dann nimmt das über die Zeit und Zeit natürlich dann ab, weil dann nicht mehr so die Klarheit eines Buddhas direkt den Leuten helfen kann. Dann helfen dann eben die Arahants den nächsten Interessierten und so geht es immer weiter, bis dann vielleicht heute hauptsächlich nur noch die Inhalte des Weges da sind. Es gibt noch viele gute Praktizierende, aber vielleicht sehr, sehr wenige Leute, die das wirklich geschafft haben mit Befreiung und vielleicht weiß auch keiner genau, wer das wirklich ist unter diesen Leuten, außer den Leuten selbst vielleicht, die das aber auch nicht an die große Glocke hängen würden. Genau. Aber es kann also einen Buddha geben, aus der Theravada-Tradition jetzt gesehen. Theravada-Buddhismus sagt immer, zu einem großen Zeitraum ein Buddha, aber viele Erleuchtete. Das kann schon sein. Und dann mit Übung und Bemühungen kann das auch tatsächlich auch heute noch jeder schaffen, der sich wirklich dahinter klemmt und vielleicht auch einen langen Atem mitbringt und viel Geduld, wohl wissen, dass das vielleicht sogar viele Leben noch braucht. Aber wie wir das auch schon in dem Online-Kurs zu den 10 Vollkommenheiten gehört haben, gehört ja Geduld mit dazu. Und aber möglich ist es dann im Laufe dieses langen Weges. So. Und dann wenden wir uns jetzt mal dem historischen Buddha zu. Und üblicherweise fängt man ja dann an mit der Lebensgeschichte und mit Name, Herkunft, Lebenszeit, wann ist er geboren und so. Am Anfang muss man aber nochmal sagen, dass wie auch bei vielen so christlichen heiligen Geschichten und so, da kommt manchmal, wird das mit Legenden oder mit Wundergeschichten ausgeschmückt. Die Sache ist, Man sollte vielleicht jetzt nicht immer sofort das alles dann zur Seite wischen und sagen, ja, das ist alles nur erfunden oder nur Märchenerzählung oder soll nur die Geschichten interessanter machen für die Leute, die das damals gehört haben. Sondern oft haben halt dann auch so Mythen oder Legenden trotzdem noch einen historischen Kern. Sei es dann vielleicht wirklich inhaltlich, dass da was Historisches dahinter ist oder sei es, dass es zumindest vielleicht ein erzähltechnisches Mittel ist, um uns etwas inhaltlich über die Person dieser Biografie oder über den Inhalt seiner Lehre hier in Bezug auf den Buddha beizubringen. Das heißt, man sollte jetzt nicht einfach mythische Elemente total als Fantasie abstempeln oder außer Acht lassen. Und weil man kann da auch trotzdem noch viele Sachen lernen oder neue Perspektiven vielleicht auf diesen buddhistischen Weg erhalten. So.
Ja, aber dann jetzt traditionell fangen wir an dann mit Name, Herkunft und Lebenszeit. Der Buddha hat als gebürtigen Vorname Siddhartha gehabt und sein Familienname war Gautama oder Gotama. Und er entstammte dem Shakya oder Sakya-Clan. Deswegen nennt man ihn auch, also nach seiner Erleuchtung, den Buddha. Und welchen Buddha? Den Shakyamuni-Buddha oder Buddha Shakyamuni. Manche nennen ihn auch Buddha Gotama. Und Shakyamuni heißt dann sowas wie Muni. Muni ist wie ein Weiser, der Weise aus dem Geschlecht der Shakya. Shakyamuni-Buddha. Und seine Lebenszeit wird ungefähr datiert zu 563 vor Christus bis 483 vor Christus grob. Das sind dann immer, gibt es dann unterschiedliche abweichende Datierungen, je nachdem, welche Experten man da fragt. Und wenn wir jetzt dann aber die Lebensgeschichte des Buddhas vorstellen möchten, da haben wir letzte Woche ja schon davon gesprochen, dass jemand, der sich vornimmt, ein Buddha zu werden, muss über viele, viele, viele Leben hinweg alle guten Eigenschaften eines Buddhas zur Vollkommenheit bringen. Das heißt, im Grunde muss ja irgendwo ein Anfang gewesen sein, wo sich ein Individuum vornimmt, Buddha zu werden. Und so war das auch im Falle von Buddha Shakyamuni. Das war auch bei ihm der Fall. Und deswegen geht da dann die Lebensgeschichte im Grunde, auch wenn gleich der historische Geburtsort Lumbini, Nepal ist, von dem Siddhartha Gautama, den wir als historischen Buddha kennen, ist der wahre Ausgangspunkt eigentlich viele Äonen oder Weltzeitalter in der Vergangenheit zu suchen, wo dann ein Individuum in der damaligen Vergangenheit sich den Entschluss gefasst hat, diesen langen Weg des Bodhisattvas zu gehen und dann tatsächlich eines Tages Buddha zu werden. Und das ist die Geschichte vom Asketen namens Sumedha, der in der weiten, weiten Vergangenheit den damaligen Buddha namens Dipankara oder Dipankara getroffen hat. Und das ist jetzt so eine kleine Hintergrundgeschichte, die ich einfach so ein bisschen vorlese oder erzähle, die dann also beschreibt, wie das dazu kam, dass dann unser historischer Buddha mit dem Vornamen Siddhartha oder Siddhartha Gautama, dass der dann in seiner letzten Geburt, von der wir gehört haben, Buddha werden konnte. Muss man so ein bisschen umdenken. Das ist jetzt nichts Normales für uns, dass wir so denken. Viele, viele Äonen in der Vergangenheit. Genau. Also in den Pali-Schriften oder Kommentaren, da wird also dann beschrieben, dass die Bodhisattva-Karriere unseres historischen Buddhas also vor vielen Tausenden von Äonen oder Kalpas zu suchen ist. Weit in der Vergangenheit liegt das also. Und zu dieser Zeit lebte und lehrte ein vorheriger Buddha, nämlich der Buddha Dipankara, und das war der 26. Buddha vor Buddha Gautama, den wir als historischen Buddha kennen. Also da gab es noch viele, viele davor. So weit sind die Zeiträume, die dazwischen liegen. Und zu der Zeit, also als Buddha Dipankara gelebt und gelehrt hat, da war unser zukünftiger Buddha, den wir dann Buddha Shakyamuni nennen, ein wohlhabender junger Mann in dem damaligen Leben. Und er hieß Sumedha. Und Sumedhas Eltern, die starben, überraschend und hinterließen Sumedha ein großes Erbe. Aber als das passierte, die Eltern starben, hinterließen ihm ein großes Erbe, da reflektierte Sumedha über die Vergänglichkeit von allen Besitztümern und allen weltlichen Vergnügungen. Und er entschloss sich, das weltliche Leben eines Haushälters hinter sich zu lassen. Er entschloss sich, ein Leben als Eremit oder Einsiedler zu beginnen, abseits von großen Menschenversammlungen, in den Wäldern und Bergen, um sich dann in Meditation zu üben. Und eines Tages, als Sumedha dann, der mittlerweile als Asket oder Eremit lebte, als der dann einen Almosengang in die Stadt tat, wo man also mit der Bettelschale sich das Essen erbettelt, das Wenige, was man am Tag braucht, da vernahm er die Neuigkeit, dass ein vollkommen erleuchteter Buddha namens Dipankara zu Besuch kommen werde. Und als der Buddha Dipankara dann tatsächlich das Dorf erreichte, da sah Sumedha ihn kommen und war einfach nur von dem Anblick dieses Buddhas dermaßen berührt oder von tiefer Ehrfurcht ergriffen. Und das berührte ihn dermaßen, dass diese Ausstrahlung, die der Buddha hatte, oder die Präsenz und die Ruhe und die Klarheit, die der ausstrahlte, da hat sich Sumedha spontan bis auf den Boden verbeugt
und sich vor dem Buddha auf den Boden gelegt, von Ehrfurcht durchdrungen. Und man, der Überlieferung nach soll der Boden da noch sehr schlammig gewesen sein. Noch eine andere Überlieferung sagt, dass dann auch Sumedha dabei war, zu helfen, sogar diesen Weg noch trocken zu kriegen, bevor der Buddha ankommt. Aber als das dann eben nicht gereicht hat, hat er sich in den Schlamm gelegt, spontan aus diesem Gefühl von Ehrfurcht oder Berührung heraus, hat sich in den Schlamm gelegt, damit die über ihn hinweggehen können, dass sie quasi trockene Füße behalten. Genau. Und während er das tat, einfach spontan, da kam stark dieser Wunsch in ihm auf, wow, so eine große, vollkommene spirituelle Entwicklung oder Entfaltung, wie der Buddha, die Pankhara das verwirklicht hat, das wünsche ich mir auch, das würde ich sehr gerne auch realisieren können. Ganz gleich, wie lange das dauern mag oder ganz gleich, was ich dafür tun muss. Und als dann der Buddha die Pankhara dann näher kam und da diesen Asketen auf dem Boden im Schlamm liegen sah, da hat dann der Buddha die Pankhara, der auch diese Fähigkeit hat, in den Geist von Lebewesen zu schauen, tief in den Geist von Sumedha geblickt und erkannte diesen Entschluss, den er gerade hatte. Und dann lenkte die Pankhara seine Aufmerksamkeit in die Zukunft und schaute so von den Kapazitäten und Fähigkeiten von Sumedha jetzt ausgehend, wird er das schaffen, tatsächlich in der Zukunft Buddhaschaft verwirklichen zu können? Und er lenkte dann also diese Aufmerksamkeit in die Zukunft und schaute, das wird er tatsächlich verwirklichen können, eines fernen Tages. Und das teilte dann der Buddha, die Pankhara, dem Sumedha mit, wie so eine Art Prophezeiung, dass er das schaffen wird. Dass er sich aber eben darauf gefasst machen muss, das für Tausende von Äonen üben zu müssen, diese vielen Qualitäten, um die es dann gehen wird. Und dann gingen die Pankhara-Buddha und auch seine Schülerinnen und Schüler alle respektvoll an Sumedha vorbei. Also sie sind jetzt nicht über ihn drüber gegangen, sondern an ihm vorbei. Und dann hat sich dann von diesem Zeitpunkt an hat sich dann der Sumedha damit beschäftigt, alle Qualitäten zu üben, die man eben braucht, wenn man vollkommene Buddhaschaft verwirklichen möchte. Und das sind so bestimmte noble Eigenschaften, um die es da geht. Und die stelle ich dann ganz kurz nur vor. Das sind nämlich die sogenannten 10 Vollkommenheiten, die Paramis. Da haben wir so einen Online-Kurs schon zu gehabt, wo wir das ganz detailliert durchgegangen sind. Das findet man auch auf der Webseite. Oder? Ja, hier auch auf dem YouTube-Kanal, dann wenn es dann später hochgeladen ist. Genau. Und das sind also 10 Eigenschaften, die, wenn man die vervollkommnet, wirklich bis zur Perfektion, dann ist das, dann resultiert das in Buddhaschaft. Und jemand, der also sich vornimmt, tatsächlich ein Buddha zu werden, muss sich dann mit diesen Eigenschaften wirklich Leben für Leben, mit aller Lebenskraft, Geisteskraft, mit aller Zeit muss man investieren, alle Aufmerksamkeit, alle Energie, die man hat, mit langem, langem Atem und mit viel Geduld, dann diese Eigenschaften zu vervollkommnen. Schritt für Schritt, ohne halt dann auch zwischendurch aufzugeben, sondern niemals aufgeben, immer weiter, Leben für Leben, Tropfen für Tropfen, bis dann letztendlich im letzten Leben dann tatsächlich auch die restlichsten Formen von Negativität oder Anhaftung oder Abneigung und Unklarheit beseitigt sind. Und dann dieser Weg ist halt ein sehr langer und er geht auch über viele unzählige Leben hinweg. Und da kann es dann auch sein, dass man mal als Tier wiedergeboren wird, mal als Mensch, mal als himmlisches Lebewesen. Da geht dann der zukünftige Buddha auch viele, viele Lebensbereiche durch und lernt, was er halt zu lernen hat oder was man lernen kann in diesen jeweiligen Geburten. Das heißt, es gibt auch mehrere Leben, wo der Buddha vielleicht als Tier seinen Körper gegeben hat, damit andere davon essen konnten. Das hat er nicht nur als Tier gemacht, sogar als Mensch. Da gibt es so mehrere Geschichten, die dann der Buddha selber erzählt hat, später rückblickend, sich erinnernd durch tiefe Meditation an die vorherigen Leben, die er gelebt hat, hat er dann manchmal diese kleine Erzählung hinterlassen, was er in bestimmten Leben geübt hat und auch welche Personen er da getroffen hat. Ja, das ist so ein bisschen was wir heutzutage als Fabeln kennengelernt haben. Da gibt es dann also noch ältere Versionen in dieser Richtung von Geschichten, von denen man lernen kann, vorherige Leben des Buddhas. Genau. In diesen vielen Leben ist dann der Buddha manchmal sehr dem weltlichen Leben abgewandt, wenn er sich also mehr vielleicht mit Entsagung oder
Konzentration oder Weisheit beschäftigt hat, wenn er sich sehr zurückgezogen, denjenigen Geistesqualitäten zugewandt hat, die Rückzug brauchen. Und manchmal ist er dann aber auch sehr dem weltlichen Leben zugewandt gewesen, wenn er andere Qualitäten vervollkommnen wollte oder musste, die eher in Verbindung mit Menschen sind, wie liebende Güte oder Geduld. Und dann einmal so einen Überblick zu sehen über diese Eigenschaften, das haben wir noch aus unserem Paramikurs gehabt. Diese 10 Eigenschaften sind einmal die Großzügigkeit, die Tugend, dann der Verzicht oder ein einfaches Leben führen, die Energie oder Tatkraft, die Geduld, Wahrhaftigkeit, die Entschlusskraft oder Entschlossenheit, liebende Güte, Gleichmut und Weisheit. Weisheit wie so als das ist ja das letztendliche Ergebnis von diesem langen, langen Weg. Genau. Da hat sich also Sumedha ganz schön was vorgenommen. Und nachdem er das also über unzählige Leben geübt hat, gab es dann das eine Leben, von dem wir über den Überlieferungen gelernt oder gehört haben. Das war also das Leben von Siddhartha Gautama, der zukünftige Buddha oder die Person, die dann im Laufe dieses letzten Lebens Buddhaschaft realisieren sollte. Das ist dann jetzt die Lebensgeschichte, von der vielleicht manche von euch schon mal gelesen haben oder gehört haben. Und da ist in der Literaturliste, die ich jetzt auch jede Woche dann, wenn ich neue Sachen zuschicke per E-Mail, da ist dann auch immer noch mal die Literaturliste dran, die verändert sich dann nicht. Und da ist auch ein Buch dabei, wie Siddhartha zum Buddha wurde. Und da kann man dann ganz entspannt, Kapitel für Kapitel, kleine Kapitel, sehr schön geschrieben, die Lebensgeschichte des Buddhas nochmal mitlesen, mehr im Detail. Und hier ist das alles ein bisschen abgekürzt. Genau, also dann heute, diese Woche, machen wir dann den Abschnitt von seiner Geburt, Siddhartha Gautamas, bis zum Entschluss, wo er sich entschlossen hat, als spirituell Suchender, als Bettelmönch oder als Asket zu leben. So, genau. Dann bei der Geburt, dieser letzten Wiedergeburt, kann man sagen, wurde also der Bodhisattva, wie man jetzt auf diesem Weg einen solchen Menschen nennt, wurde Siddhartha Gautama als Sohn von König Suddhodana geboren und der Königin Maya. Und er war in das Adelsgeschlecht der Shakya hineingeboren, das hatten wir ja vorhin schon mitgeteilt. Und das lag so im Grenzgebiet vom heutigen Indien und Nepal. Und die Stadt hieß Kapilavatthu. Das war die Hauptstadt von diesem Shakya-Fürstentum, so kann man das vielleicht nennen. Und dann, wie man das sich vorstellt, ist dann auch seine Geburt von so bestimmten Wundern oder Legenden, so Geschichten noch begleitet, die dann aber wiederum so eben auf bestimmte Elemente der buddhistischen Lehre auch hinweisen können, wenn man es jetzt nicht wortwörtlich so nehmen will. Also kurz nach der Geburt wurde dann der junge Prinz, das Baby, in den königlichen Palast gebracht. Und dort gab es einen erfahrenen Asketen namens Asita. Und der, sowie 8 Hofastrologen des Königs Suddhodanas, die haben jetzt nach brahmanischer Tradition das Neugeborene genau untersucht. Was hat das so für Zeichen, körperliche Hinweise? Was könnte so das Horoskop oder das zukünftige Leben dieses Babys beinhalten? Was sind so die Stärken und so weiter? Und sowohl der Asket Asita als auch die 8 Astrologen kamen alle zu einem ähnlichen Ergebnis. Und vor allen Dingen bei den Astrologen, nachdem die fertig waren mit ihrer Untersuchung, haben 7 von diesen 8 Astrologen 2 Finger nach oben gehalten. Und König Suddhodana war sehr verblüfft und fragte, was das jetzt bedeuten solle. Und diese 7 Astrologen antworteten dann: Eure Majestät, eurem neugeborenen Sohn steht ein großes Schicksal bevor. Allerdings gibt es 2 Möglichkeiten, deswegen die 2 Finger, wie sich jetzt sein Schicksal so gestalten wird. Wenn also euer Sohn von den Sorgen und dem Kummer der Welt abgeschirmt bleibt, wird er zu einem großartigen Herrscher heranwachsen, zu einem Chakravarti Raja, einem universalen König, der seine Herrschaft über viele Länder ausbreiten sowie großen Nutzen für die unter seiner Herrschaft lebenden Menschen bedeuten würde. Die Astrologen sahen dann aber für Siddharthas Leben noch eine 2. Möglichkeit, wie er sein Leben gestalten und entfalten könne. Und das war dann:
wenn euer Sohn Siddhartha aber das Leid der Welt erblicken sollte, die Leidhaftigkeit, die Vergänglichkeit, Schmerzen, Unzufriedenheit, die Unvollkommenheit der Welt, wenn er das erblicken sollte, dann wird er davon derartig berührt werden, dass er das weltliche Leben eines Haushälters oder eines Herrschers aufgeben wird, um sich dann auf die spirituelle Suche zu machen. Und im Laufe dieser Suche, wenn er dann diesen Weg wählt, den spirituellen Weg, dann wird er tatsächlich vollkommene Erleuchtung im Sinne eines Buddhas realisieren können. Ein Erleuchteter, der den Schleier der Unwissenheit von den Augen der Welt nehmen und ein großer spiritueller Lehrer werden wird. Ja, und dann einer der 8 Astrologen hat allerdings nur einen Finger in die Höhe gehalten. Und der hatte nämlich gar keine Zweifel daran, dass dann Siddhartha tatsächlich ein großer spiritueller Suchender und später ein großer verwirklichter Weltenlehrer im spirituellen Sinne werden wird. Deswegen nur ein Finger. Genau. Und dann hat sich aber natürlich der Vater von Siddhartha, der König Suddhodana, gedacht, ich bin doch der große König, oder ich weiß gar nicht, wie groß wirklich sein Königreich war. Ich habe schon manche Texte gelesen, die zweifeln so ein bisschen, dass das ein wirklicher König war oder vielleicht eher so ein regionaler Herrscher. Aber egal, jeder Herrscher fühlt sich natürlich als großer Herrscher und König. Er sagt, also ich bin schon der große Herrscher, dann möchte ich, dass mein Sohn in meinen Fußstapfen folgt und vielleicht sogar das Reich noch vergrößert. Das wäre doch das Beste, was unserer Familie oder unserem Clan der Shakyas passieren könnte. Aber da er eben jetzt von den Astrologen gehört hat, dass wenn Siddhartha mit Leid in Kontakt käme, dass sich dann eben seine spirituelle Sucherei in sich entfalten würde, diese Neugier, was das Spirituelle betrifft, dann hat sich König Suddhodana gedacht, ich schirme meinen Sohn so weit wie möglich nur von Leid, von Alter, von Krankheit, von Sterblichkeit, von Vergänglichkeit ab. Und deswegen versuchte er seinem Sohn Siddhartha das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Er baute für Siddhartha 3 Paläste für die vorherrschenden 3 Jahreszeiten, die es da in Nordindien und Nepal gibt. Und in jedem Palast gab es wunderschöne Gärten mit Teichen und Wasserspielen und wunderschönen Pflanzen und Blumen. Und der junge Prinz wurde dann älter und lebte in großem Luxus, immer begleitet von Musikanten, Sängern, Tänzern. Stets umgeben von spielfreudigen Kameraden und Freunden, mit denen er sich in Musik, Tanz, Sport und Kampfkunst messen konnte. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es auch in den Palästen keine Bediensteten, die älter werden. Das heißt, sobald jemand nur anfängt, Anzeichen des Alters zu finden, wurden die ausgetauscht. So die Überlieferung und auch so wieder, muss man sagen, wenn das ein erzählerisches Mittel ist, soll das einfach nur die Gewaltigkeit dessen schärfen oder in den Vordergrund stellen, die dann jetzt folgt. Nämlich, Moment, da kommt noch dazwischen noch, kommen wir dann gleich zu, genau. Die großen Einsichten, die nämlich dann folgten. Dann, als dann Siddhartha das Mannesalter erlangt hatte, da arrangierte sein Vater eine Hochzeit mit der schönen Prinzessin Yasodhara, mit der Siddhartha dann zusammen ein glückliches Palastleben genießen durfte. Und mit 29 Jahren aber wurde Siddhartha dann zunehmend in sich gekehrt und er begann, sich die Frage zu stellen, ob so das Leben, wie er es führt, tatsächlich das oberste Ziel menschlicher Existenz sein könnte. Sinnesfreuden, Macht, Ruhm sind ja alle nur vorübergehend und daher können keinen wirklichen Halt oder können keine wirkliche Dauer, keine wirkliche Sicherheit darstellen. Und Siddhartha begann sich zu fragen, ob es vielleicht jenseits der vielen Sinnesfreuden, die er hier ständig geboten bekommt, und jenseits der Macht oder dem Ruhm auch noch etwas Tieferes oder Bedeutungsvolleres gäbe. Etwas Letztendliches, was unveränderlich ist oder ewig wert. Also er hatte schon die Tendenz, wie auch die Astrologen vorausgesagt haben, dass er sich gerne mit sowas beschäftigen würde. Und dann der Überlieferung nach machte dann Siddhartha angeblich seine ersten tatsächlichen oder intensiven Erfahrungen mit Vergänglichkeit und Leid erst in seinem 29. Lebensjahr. Und der Überlieferung nach war er total abgeschirmt vorher. Er lebte also quasi wie in so einer Scheinwelt, in der so die harten Fakten von Leben oder von Menschlichkeit, was eben auch dazu gehört, von ihm abgehalten oder ferngehalten wurden.
Aber die Neugierde siegte dann in ihm und er wollte auch den Bereich außerhalb der Palastmauern kennenlernen. Da hat er einen treuen Bediensteten namens Channa aufgefordert, ihn einmal mitzunehmen auf einem Ausflug außerhalb der Palastmauern. Und innerhalb dieses einen Austritts, oder vielleicht waren es auch mehrere Austritte über verschiedene Tage, muss man jetzt wieder schauen, wie wortwörtlich nimmt man das Ganze. Es kann also auch gut sein, dass es so ein Prozess war von Erfahrungen, die das dann immer weiter in ihm angetrieben haben, die sich beschäftigen wollen mit Vergänglichkeit und Co. Man sagt also dann, in diesen Ausfahrten ist er tatsächlich konfrontiert worden mit Alter, Krankheit, Tod und einem Bettelmönch. Das erste Phänomen, welches er sah bei diesem Ausritt, war das eines alten Mannes, der am Wegesrand entlang ging, in der Hand einen Gehstock, langsam und unsicher gehend, den Rücken gebeugt, das Haar grau, die Haut faltig, nur noch mit wenigen Zähnen ausgestattet. Und Siddhartha fragte seinen Bediensteten: Was ist das? Was ist das Problem dieses Mannes? Und der Bedienstete antwortete: Das ist ein alter Mann. Worauf dann Siddhartha fragte: Ja, aber was ist ein alter Mann? Und der Bedienstete antwortete: Alle Jugend weicht früher oder später dem Alter. Niemand bleibt ewig jung. Jahr für Jahr altert unser Körper. Die Haut wird faltig, das Sehvermögen nimmt ab, der Körper wird schwächer und gebrechlich. Und Siddhartha fragte tief berührt: Werde auch ich eines Tages von Alter betroffen sein? Und der Bedienstete antwortete: Du und auch alle anderen Menschen, Tiere oder Lebewesen sind dem Alter unterworfen. Und wenn wir uns jetzt hier vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich nur ein Ausritt war, erster Tag oder das erste Mal, dann kann man sich vielleicht das auch vorstellen, so realistisch gesehen, das hat vielleicht sehr, sehr viel in Siddhartha ausgelöst, hat sehr, sehr viel ihn zum Nachdenken gebracht und hat dann vielleicht auch die Neugier noch größer werden lassen und wollte noch mehr von dem Leben außerhalb der Palastmauern sehen und ist dann weiter mit dem Channa ausgeritten, vielleicht zum nächsten Mal. Und da sah er dann das zweite Phänomen, nämlich einen kranken Mann, der am Wegesrand lag und unter großen Schmerzen litt. Sein Körper war von Entzündungen übersät oder Krankheitserscheinungen. Der Körper zuckte und zitterte vor Schmerzen. Und der kranke Mann hatte sich übergeben oder war der Krankheit vollkommen ausgeliefert. Und dann wieder gab es dieses ähnliche Hin und Her von Fragen und Antworten zwischen Siddhartha und seinem Bediensteten. Und Siddhartha hatte jetzt zum ersten Mal in seinem Leben einen wirklich kranken Menschen und damit das Phänomen der Krankheit erfahren, welches auch wieder oder welchem alle Lebewesen ausgesetzt sind. Und das dritte Phänomen, welches Siddhartha sah, war ein toter Mann. Ein Leichnam, der im Rahmen einer Beerdigungszeremonie den Weg entlang getragen wurde. Er sah vier Personen, die den Leichnam auf einer sargähnlichen Lade trugen. Und der Körper des Toten hatte bereits die Farbe eines lebendigen Menschen verloren, lag steif und leblos da. Siddhartha konnte vielleicht sogar den Geruch des Todes wahrnehmen, der von dem Leichnam ausging. Er konnte den leblosen Gesichtsausdruck des Toten sehen. Und Siddhartha hatte so eine erste wirkliche und intensive Begegnung mit dem Thema Tod, Sterblichkeit und Vergänglichkeit gemacht, welchem alle Lebewesen ausgesetzt sind. So, und dann ist dann also die Frage, sind das jetzt nur erzählerische Mittel oder beinhalten sie auch historische Wahrheit? Das kann man jetzt heute nicht mehr überprüfen, das geht leider nicht. Aber was wir daraus schließen können, ist eben, dass diese Erzählung einen wirklich besonders tiefgreifenden inneren psychologischen Prozess beschreibt, einen Moment oder einen Prozess von Einsicht oder Erwachen, den da der Siddhartha durchleben musste. Und dieser Prozess der Einsicht oder Reflexion war dann ausschlaggebend dafür, dass Siddhartha sich entschieden hat, sich intensiver mit spiritueller Suche zu beschäftigen und vielleicht auch einen Weg zu finden, der zur Überwindung oder Auflösung von Leid oder Leidenskreisläufen führen kann. So, und diese drei Erfahrungen führten also dann in Siddhartha zu einer Einsicht von Vergänglichkeit aller Dinge. Vergänglichkeit aller Dinge, alles, was zusammengesetzt ist, entsteht und vergeht irgendwann wieder. Und dadurch sind mit Sicherheit viele Hoffnungen oder Träume oder Zukunftspläne von Siddhartha erschüttert oder vielleicht sogar zerschlagen worden. Und ja, er realisierte dann, auch wenn er jetzt noch mit 29 Jahren wie so der Hochzeit seines Lebens ist, junger, kräftiger Körper,
geistige Klarheit und so weiter, dann wird das jetzt Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr sich verwandeln, sich langsam ändern. Und dann Gesundheit schlägt irgendwann in Krankheit um. Und irgendwann folgen Tod und Sterblichkeit. Das Altern kommt dazu natürlich noch, genau. Und wie jetzt solche Gedanken in Siddhartha aufgestiegen sind, da nahmen mit gleichem Maße, also je mehr er sich damit beschäftigt hat, mit diesen Fragen oder mit diesen Themen, im gleichen Maße ist dann so seine Anhaftung oder die Bedeutung von Luxus und Sinnesfreuden gesunken. Und innerlich machte dann sich wie eine starke Unzufriedenheit oder so eine nagende Unruhe breit, wie ein enttäuschtes Unbehagen. Ja, und dann entweder, wie gesagt, in einem ganz großen Ausritt oder dann vielleicht zu einem späteren Tag, wo er wieder mit Channa unterwegs war, dann sah er noch das vierte Phänomen, nämlich einen Bettelmönch oder auf Pali einen Samana. Ein Asket, der mit seiner Almosenschale und seinem einfachen Gewand aus Leinenroben achtsam und ruhig den Weg entlang ging. Und dieser Mönch strahlte eine starke Ausgeglichenheit und innere Ruhe aus, die einen großen Gegensatz zu der Innenwelt Siddharthas bildete, der von den vorherigen drei Erfahrungen noch sehr berührt war. Und Siddhartha fragte dann den Asketen, wer und was er sei. Und der Asket antwortete, er sei ein Einsiedler, der im Wald lebe, sein Leben der Meditation widme und auf der Suche sei nach einem Weg spirituellen Erwachens. Und diese vierte intensive Erfahrung Siddharthas weckte in ihm den Wunsch, ebenfalls ein Leben als spiritueller Suchender zu leben. Er entschloss sich, dem weltlichen Palastleben den Rücken zuzukehren und fortan als Asket zu leben, um nach spiritueller Wahrheit, nach der Befreiung von den Leidenskreisläufen, von Alter, Krankheit und Tod zu suchen. Ja, und dann eines Nachts, am selben Tag, an dem seine Frau, Prinzessin Yasodhara, ihr gemeinsames Kind Rahula zur Welt gebracht hatte, entschloss Siddhartha sich dazu, seine Frau, sein Kind, sein Erbe, seine Familie und das weltliche Leben des Palastes hinter sich zu lassen. Dass Siddhartha seine eigene Frau mitsamt seines neugeborenen Kindes verlassen hat, schaut auf den ersten Blick nach einer sehr kontroversen Entscheidung aus. Es ist hier von Nutzen, die Umstände und den Kontext genau zu betrachten, in denen Siddhartha diese Entscheidung getroffen hat. Ebenfalls kann ich noch einmal darauf hinweisen, dass die uns überlieferten Texte möglicherweise auch komplexe Sachverhalte sehr vereinfacht dargestellt haben. Einmal, damit die mündliche Überlieferung leichter ist und andererseits, um vielleicht so den wesentlichen Kern von einer bestimmten Lebenssituation oder Entscheidung noch punktuiert oder noch klarer in den Vordergrund stellen zu können. Daher kann es jetzt zum Beispiel gut sein, dass sich nicht nur Siddharthas Erfahrungen mit Alter, Krankheit und Tod und dem Bettelmönch, die schon über mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen hingezogen haben, sondern dass sich auch seine Entscheidung, die Familie und den Palast aufzugeben, um sich dem spirituellen Weg zu widmen, dass sich auch das über mehrere Tage oder Wochen oder vielleicht sogar Monate hingezogen hat. Das ist also ein langer Prozess war. Und Siddhartha ist uns in den Überlieferungen eher als eine Person beschrieben, die in allen Bereichen seines Studiums und in seiner Ausbildung im Palast immer sehr erfolgreich und für sein Alter bereits sehr weise und mitfühlend gewesen sein soll. Er hatte also großen Erfolg in Sport und Kampfkunst, in den Wissenschaften, in den Künsten und zeigte bereits früh großes Interesse und Reife auch in Bezug auf soziale Themen. Und gleichzeitig wird die Beziehung zwischen Siddhartha und seiner Frau Yasodhara als sehr harmonisch und von Liebe und gegenseitiger Wertschätzung geprägt überliefert. Meiner Ansicht nach, aber das ist jetzt halt dann noch nur meine Idee dazu, liegt es also eher nahe, dass jemand wie Siddhartha, also eine Person, die geprägt ist von starken Charakterzügen wie Mitgefühl, menschlicher Reife, geistiger Klarheit, dass so jemand wie er durchaus seine innerlich wirklich wichtigen und dringenden Gedanken und Gefühle und Bedürfnisse mit seiner Frau geteilt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Entschluss, seine Familie, auch seinen Sohn und das Palastleben zum Wohle des spirituellen Weges aufzugeben, nicht aus heiterem Himmel über Siddhartha hereingebrochen ist. Es kann also gut sein, dass Siddharthas Entscheidung sich über Monate hinweg entwickelt hat und dass er seine Frau hat teilhaben lassen an diesem inneren Prozess. Und die Motivation hinter dieser Entscheidung war ja auch jetzt nicht egoistischer Natur und Siddhartha war nicht irgendwie überfordert von der Aussicht, Vater zu sein. Und er suchte auch nicht nach einem einfachen Ausweg aus der Verantwortung des Vaterseins.
Er begab sich auf den Weg der spirituellen Suche, um zum Wohle aller Lebewesen einen Ausweg aus dem Leidenskreislauf des Lebens zu finden. Und das schließen wir dann auch, wenn wir uns angucken, das Zitat danach, also dann als Buddha, nach seiner Erleuchtung, auch zurückgekehrt ist zu seiner Frau, zu seinem Sohn, zu seiner königlichen Familie. Sobald er den Weg der Befreiung gefunden hatte, lag es ihm am Herzen, dieses Erbe des Herzens oder dieses spirituelle Erbe an seine Familie weiterzugeben. Und tatsächlich trat dann sein Sohn als Mönch in den Orden ein. Seine Frau wurde zuerst Laienschülerin und trat später auch als eine der ersten Frauen und auch als Mitbegründerin in den Nonnenorden ein. Und viele seiner Familienmitglieder schlossen sich dem Buddha als interessierte Laienschüler an. Und nicht wenige von ihnen haben dann selber für sich Befreiung realisiert. Das heißt, aus dieser Sicht betrachtet hat Siddhartha also eine Entscheidung getroffen, die zunächst auf kürzere Sicht vielleicht betrachtet sicherlich keine einfache für ihn und für die ihn umgebenden Menschen gewesen sein musste. Die Familie, die Frau, das eigene Kind für einige Jahre hinter sich zu lassen, völlig auf sich allein gestelltes Leben eines Bettelmönchs zu leben. Auf längere Sicht aber hat er durch das Darlegen des Weges der Befreiung seiner gesamten Familie dabei geholfen, einen Weg des wirklich langfristigen oder bedingungslosen Glücks und Friedens gehen zu können. Und die Beziehung zwischen Siddhartha und Yasodhara bis hin zu Siddharthas Entschluss, sich dann auf den spirituellen Weg zu machen, das kann man besonders nochmal im Buch von Thich Nhat Hanh nachlesen, mit dem Titel Wie Siddhartha zum Buddha wurde. Da ist das sehr, sehr schön beschrieben und das kann man sehr, sehr warm empfehlen, dieses Buch. Auf seinem Pferd verließ er die Stadt Kapilavatthu und machte erst viele Kilometer außerhalb der Stadt am Rande eines Waldes Halt. Dort wechselte er dann von den kostbaren königlichen Kleidern in eine einfache, aus unterschiedlichen Stoffteilen zusammengenähte Robe eines Asketen. Dann so einen Standardabsatz, den man auch später bei den Mönchen, die unter dem Buddha ordiniert haben, dann hört man immer, sie nahmen also die orangefarbene Robe legten sie an, sie rasierten sich Haar und Bart und traten dann in das Leben der Hauslosigkeit ein. Er betrat den Wald mit einem ersten Schritt als Asket, nun nicht mehr als Prinz, sondern als Asket, Siddhartha, auf seiner Suche nach Befreiung. So, dann kommt eine Frage, was denn genau mit Anhaftung gemeint ist. Anhaftung bedeutet, dass man sich bewusst oder unbewusst nicht von etwas lösen kann oder auch nicht lösen will. Der Buddha lehrte, dass alle Dinge oder alle bedingten Dinge von Vergänglichkeit, das heißt von Veränderung geprägt sind. Alle zusammengesetzten Dinge sind von Natur aus der Vergänglichkeit, der Veränderung, der Zerstörung oder der Auflösung unterworfen. Wenn wir jedoch etwas unbedingt behalten möchten, sei es jetzt eine Person, ein Gegenstand oder ein Gefühl oder einen Zustand, der sich jedoch verändert oder auflöst oder aus unserem Leben tritt, von uns geht, dann entsteht in uns Leid, Unzufriedenheit, Enttäuschung oder Frustration. Wenn wir das also nicht wahrhaben wollen, dann festhalten an dieser Situation, an der Person oder dem Gegenstand oder auch an dem Gefühl. Und dann gibt es natürlich, es gibt grobe Anhaftungen an Gegenstände oder Personen und es gibt sehr subtile Anhaftungen, wie zum Beispiel die Anhaftungen an unsere Gewohnheitsstrukturen, an unser Selbstbild oder an unsere durch Kultur geprägten Charakterzüge, die uns sogar so tief prägen, dass wir manchmal gar nicht wirklich mitkriegen, dass es sie überhaupt gibt oder dass auch das eine Art von Anhaftung ist. Und ja, noch subtiler ist dann die Anhaftung an das Gefühl von ich oder selbst oder meins. Und je subtiler diese Anhaftungen werden, desto mehr Verständnis und Mitgefühl braucht es, um diese Anhaftung überhaupt weich werden zu lassen oder locker werden zu lassen. Das Gegenteil von Anhaftung ist dann Loslassen oder Losgelöstheit, aber das heißt jetzt nicht, dass wir sofort all unser Hab und Gut aus dem Fenster schmeißen müssen. Man kann auch Dinge, Personen und so weiter um sich haben, ohne aber ein von Angst oder Verlangen oder Selbstsucht durchdrungenes, verkrampftes Festklammern an ihnen. Aber das jetzt nur so kurz. Das Thema Anhaftung wird noch mit Sicherheit in den nächsten Themenbereichen dann etwas genauer unter die Lupe genommen werden. Hier also nur so ein kleiner Überblick, was Anhaftung bedeutet und wie oder warum sie uns Leid bringen können. Dann setzen wir uns für die Meditation aufrecht hin. Schauen, dass die Wirbelsäule natürlich aufrecht ist. So wie als würde man dicke Goldmünzen übereinander stapeln. Und dann die Hände können wir auf den Oberschenkeln oder im Schoß ablegen.
Schulter können wir nochmal anziehen, nach hinten abrollen und dann im natürlichen Zustand belassen. Kinn können wir leicht anziehen, Zunge am Gaumen ablegen. Und den Atem lassen wir ganz natürlich kommen und gehen, so wie der Körper das gerade braucht. Wir fühlen unseren Körper da, wo er gerade sitzt. Wir fühlen, wo wir das Kissen oder den Stuhl und so weiter berühren. Wir können unseren Körper als Ganzes fühlen oder wahrnehmen. Vielleicht in Verbindung mit dem Körpergewicht oder mit der Schwerkraft, die auf unseren Körper wirkt. Und dann lassen wir unser Körpergefühl oder unseren Tastsinn des Körpers, also unser Körpergefühl, lassen wir dann den Anker dieser Meditation sein. Und immer wenn unsere Gedanken wegwandern oder woanders sind, merken wir das einfach nur und kommen dann zurück, entspannt, ohne Druck. Dann kommen wir einfach zurück und fühlen wieder unseren Körper als Ganzes oder einzelne Körperpartien. Solange wir mit dem Körpergefühl verbunden sind, sind wir bei unserem Meditationsobjekt, wie unser Anker. Und wenn wir dann einigermaßen stabil im Körpergefühl angekommen sind, dann nehmen wir noch dazu, dass wir unseren Körper nicht nur fühlen, sondern auch entspannen. Das heißt, wir fühlen unseren Körper und wir entspannen unseren Körper, indem wir die Absicht zu entspannen in unseren Körper hineinsinken lassen.
Und wenn unsere Gedanken wieder weggewandert sind, nur bemerken und sanft wieder zurückbringen zum Körpergefühl. Den Körper fühlen und den Körper entspannen.
Dann bringen wir unsere Aufmerksamkeit nochmal zum Gefühl, wo unser Körper den Boden berührt oder das Kissen. Und dann können wir die Verdienste vom heutigen Abend teilen oder widmen. Einmal möge das, was wir heute Abend geübt haben oder gelernt haben, uns selber helfen, auf unserem eigenen spirituellen Weg oder in unserem Alltag. Und möge das aber auch allen Lebewesen helfen, sich von Leidenskreisläufen zu befreien. Möge das allen Lebewesen von Nutzen sein. Direkt oder indirekt. Okay. Dann können wir abschließend wieder einmal fest die Hände zusammenreiben, wenn man mag, bis sie ganz warm sind. Gesicht legen und das Gesicht ein bisschen die Wärme genießen lassen, massieren. Dann das Gleiche nochmal für den Nacken. Mobiles Wärmekissen für den Nacken. Man kann die Kopfhaut ein bisschen massieren, mit den Fingern durch die Haare gehen. Sich ein bisschen recken und strecken. Genau. Und damit sind wir dann am Ende angekommen für heute Abend. Ich hoffe, das hat alles gut geklappt letztendlich noch mit der Aufzeichnung. Und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Rest von der Lebensgeschichte des Buddhas. Dann bis dahin wieder eine gute Woche. Bleibt gesund und munter und bis bald.